So, hallo meine getrockneten Freunde, ich bin's wieder mit dem Blacklight Retribution Gameplay auf der PlayStation 4. Mit einem Endscore von 49 zu 10. Ich würde sagen, das ist ganz akzeptabel. Auch für meine Verhältnisse. Und ist es Capture the Flag, habe ich gerade schon erwähnt, vielleicht, aber ich habe es wieder vergessen. Ich muss kurz sagen, dass ich respawned bin. Ja, hier. Ich habe eine Assault Rifle mit einem Infrarot-Scope und einem Schalldämpfer. Schalldämpfer, damit sie einfach geil anhört, Infrarot einfach aus praktischen Gründen. Und ein bisschen was zu meinem Charakter, also nicht zu mich, also zu mir, sondern zu dem Typ in dem Spiel drin. Also ich habe ein Schild auf dem Rücken drauf, um Schüsse von hinten zu blocken. Und nicht wundern, ich habe einen weiblichen Aussehen genommen. Einfach darum, weil es eine kleinere Hitbox hat, also schwerer zu treffen ist als ein normaler Charakter, also ein männlicher. Also nehmt am besten weiblichen, wenn ihr am Anfang die Auswahl habt. Dann habe ich noch einen Helm gekauft in der Zen Promotion Aktion, das heißt Perfect World macht immer wieder solche Aktionen, wo man für wenig Zen gute Sachen bekommt, die später einfach teurer werden. Und die Aktion ändert sich so alle paar Wochen, deswegen einfach nach dem besten Ausschau halten immer. Aktive Aktion. Da habe ich mir den Helm gekauft, der schaut ziemlich cool aus und hat auch eine gute Stats, also gute Statistiken. Ja, bis jetzt hat es ein paar Lags, also Blacklight Retribution, sind aber halt gefixt. Das ist so ein Nachmacher von COD inzwischen. Da gibt es ja immer so Hosts, praktisch ein Spieler ist der Host, die anderen alle joinen im Server. Das ist hier genauso, anders als am PC. Am PC werden so Server von Perfect World zur Verfügung gestellt. Man kann übrigens hier bis Level 66 spielen, also das ist das letzte Level. Da gibt es kein Prestige oder so, jetzt nicht denken, warum kriege ich kein Prestige. Im PC kann man nur bis Level 50 spielen, also das haben sie schon ein bisschen besser gemacht, das finde ich eigentlich ganz gut. Es gibt leider ein kleines Problem mit den Waffen, das heißt, wenn ihr jetzt einen Aufsatz auf eine Waffe kauft, gilt die nur für die Waffe. Also wenn ihr kostümiert, in einem Optionsmenü könnt ihr eure Waffe ganz anpassen und es gilt alles nur für eine Waffe. Das heißt, ihr müsst immer wieder neue Zen ausgeben für eine neue Waffe. Aber das kostet so, ist sogar permanent, das heißt, ihr könnt nur Sachen kaufen, mit indem ihr permanent für Zen zahlt. Es ist billiger als ein PC, das ist klar, aber das Problem ist halt, dass ihr permanent nur mit Zen kaufen könnt. Also das wird wahrscheinlich eine Beta nur so sein, wir wissen, ich weiß nicht ganz genau, wie es eine Alpha ist, also was sag ich, der Alpha, wie es eine Release sein wird, ob man da auch Sachen für GP permanent kaufen kann. Zumindest ist bis jetzt alles 100% kaufbar. Ihr könnt auch die Sachen immer nur für ein paar Tage, für 7 Tage oder 30 Tage mit GP kaufen. Also GP ist die Währung, die ihr während dem Spiel bekommt oder am Ende vom Match. Und Zen müsst ihr halt mit echtem Geld bezahlen. Ja, es gibt keine neuen Features jetzt, wie vielleicht gedacht. Also neue Spielmodi oder dergleichen. Im Gegenteil, es gibt sogar nicht mehr Siege Newton, also die Belagerung. Skorpion. Yes, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht kommt es noch. Also ich hoffe, dass es kommt, weil es einer der beliebtesten Spielmodi gewesen am PC. Ich ist ja eher später, also mal abwarten, dass nach alles kommt. Die Beta kostet jetzt nicht viel, ich glaube 2 Euro Nummer was oder so, also relativ billig. Am PC war es kostenlos, das ganze Spiel, aber der Vorteil dran ist, wenn ihr hier die Beta kauft, bekommt ihr noch dazu 500 Cent. Ja, es gibt auch viele Einstellmöglichkeiten, wie hier extra, wenn ihr die Maus-Sensibilität umstellt, könnt ihr auch die Zoom-Sensibilität umstellen. Also das gibt's bei den wenigsten Spielen, bezieht den alles jetzt nicht. Und Leute, so kleine Features machen das Game einfach zum perfekten Spiel. Ja, übrigens ein lustiges Feature ist, wenn ihr jemanden den Kopf wegschießt, dann explodiert der Kopf und ist kaputt. In der Beta ist das Feature auch noch nicht da. Ich hoffe, das bringen sie auch noch rein, weil es sorgt immer für blutige Action und es macht irgendwie Spaß, wenn andere so bluten. Also, keine Ahnung, wir kennen mich ja. Es hat ein paar Bugs immer wieder, aber zu spawnt man hier auf Hinterdeck außerhalb von der Map und stirbt dann einfach grundlos. Das kotzt mich schon ein bisschen an, das versaut immer die KD ein bisschen und nimmt mir auch meinen Spielspaß. Ich weiß auch nicht, ich hoffe, das fixen die noch. Ja, wahrscheinlich wird es auch noch, wenn es nicht mehr aus der Beta raus ist, free to play. Also, man lässt einfach runter aus dem Play Store. Was es sich vielleicht machen, ist auch das PlayStation Plus Mitglieder. Also ich bin zufälligerweise eins, aha. Ja okay, man muss PlayStation Plus auch kaufen. Eine PlayStation 4, weil sonst kann man ja nicht online spielen.
Ich hoffe, die bringen das Spiel sonst als PlayStation Plus extra raus, praktisch, dass man nichts dafür zahlt, nur man PlayStation Plus gekauft hat. Nur so ein bisschen was zu dem Spielmodus hier. Wie man einfach schnell an Kills kommt und schnell Punkte absandt. Das Prinzip hiervon ist einfach die Flagge zu klauen von den Gegnern. Rot sind immer die Gegner, egal welches Team du bist, rot sind immer die Gegner. Die Flagge von denen zu klauen und deine Base zu bringen. Das Problem ist, wenn man die Flagge trägt, ist man für HRV unsichtbar. Ich erkläre kurz, was HRV ist, nicht, dass es zu Verwechslungen führt. HRV ist es, wenn ihr praktisch so ein Visier über Helm stirbt, durch das ihr die ganze Map mal kurz gucken könnt. Da seht ihr kurz, in einem kurzen Augenblick, für ein paar Sekunden unten rechts unter meiner Munition steht so eine Bar, wo dran steht, wie viel HRV ich habe. Da könnt ihr drauf das aktivieren. Ich weiß gar nicht, welche Tasche, das könnt ihr einstellen. Und dann wird ganz kurz. Ja, genau. Ich habe mir gerade überlegt. Es ersetzt wie die Drohne bei Call of Duty. Wenn ihr Call of Duty eine Drohne heute gespielt habt, könnt ihr einsetzen und ihr seht immer wieder hochartig die Gegner auf der Map. Hier gibt es keine Drohnen, sondern einfach HRV. Ich werde es wahrscheinlich ein paar Mal noch einsetzen. Warte mal. Ja, genau, das ist HRV gewesen kurz. Ich mache es nur ganz kurz, weil dann lädt sich der Balken wieder schnell auf. Und ich sehe kurz im Moment, ich merke das, wo die Feinde auf der Map sind, damit ich auch dahin laufen kann ungefähr. Der Noob hier, der hat Cloak. Cloak ist, es macht dich unsichtbar, wenn du läufst. Aber er hat die Flagge. Das heißt, es ist nicht schlau, Cloak zu haben und gleichzeitig die Flagge, weil man sieht die Flagge trotzdem, man kann auf die schießen. Der hat es nicht verstanden, dann auch nicht, aber ich habe verstanden und ich erkläre es euch hiermit. Jo. Dann gibt es noch den D-Pod, das ist auch ein ganz geiles Feature, was kein anderes First-Person-Lego-Shooter hat, was ich kenne eigentlich. Der D-Pod ist, wie nennt man das? Keine Ahnung, ein D-Pod, was ist das im Deutschen? Ich weiß es nicht genau. Man geht dahin und kann mit erspielten Punkten oder jeder Assist, jeder Kill zählt zu den Punkten, kann man sich pro Runde Features kaufen, wie den Hardsuit, wie ihr hier im Hintergrund seht. Da könnt ihr einsteigen und rumlaufen und Gegner abschießen. Das ist eine ziemlich starke Waffe, hat ziemlich viel Leben. Dazu gibt es noch Flammenwerfer, Raketenwerfer, Munition wieder auffüllen, Leben wieder auffüllen und lauter Kleinigkeiten, die ihr auch dazu kaufen könnt. Das ist ähnlich wie das Angriffspaket in Call of Duty, wie ihr wahrscheinlich alle Call of Duty kennt, Unterstützung. In Call of Duty bekommt ihr Unterstützung für Punkte, bestimmte Features, wie zum Beispiel Abwurf auf Kiste oder Vorräte. Und ihr könnt euch die Vorräte aus dem Depot holen. Ah ja, das trifft vielleicht ganz gut, Depot im Sinne von Vorräten. Wenn ihr praktisch in einem Store, den ihr nachher habt, wenn ihr die Runde beendet habt, neue Sachen für euren Depot kauft, könnt ihr in-game verwenden. Als neues Feature, das man dazu kaufen kann, ist der Airstrike. Das bringt jetzt auf so kleinen Maps nicht so ganz. Aber mit dem Airstrike könnt ihr irgendwo hinschießen. Da, also wo ihr hingezielt habt, ist nicht irgendwo hin, ist irgendwie sinnlos. Aber dann kommt vom Himmel so Raketen runter und töten die Feinde an der Stelle. Das ist eine ziemlich effektive Waffe auf großen Maps, vor allem wenn eine Siege Nuken rauskommt, wo ich mich schon drauf richtig freue. Da wird es ziemlich effektiv sein, da werde ich mir auch dafür kaufen. Bis jetzt habe ich noch nicht gekauft. Es lohnt sich hier noch nicht, weil Hell Deck ist momentan die einzige gute Map. Da bringt es Flammenwerfer, Hardsuit. Raketenwerfer nicht, also Raketenwerfer und Flammenwerfer sind eigentlich nur dafür gedacht, Hardsuits auszuschalten. Also wenn ihr jetzt einen Gegner seht, der einen Hardsuit hat, kauft euch einen Flammenwerfer, Raketenwerfer und Depot und rotzt auf das Scheiß halt drauf. Weil dann bekommt ihr eine Bonuspunkte dafür, dass ihr einen Hardsuit zerstört habt. Wie ihr seht, sind die ganzen Spiele hier auf im Blacklight und der PS4 noch ziemliche Noobs. Wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, Blacklight am PC zu spielen, dann schreckt nicht zurück, weil da sind die ganzen Pros und die ficken sogar mich. Ja, die ficken sogar mich und das soll was heißen. Zu den Taschen, an PlayStation 4 Controller habt ihr so ein Touchpad. Und wenn ihr da rechts drauf drückt, an der rechten Seite, holt ihr euer Einsatzschild raus. Holt ihr dann vor euch hin. Und dann werdet ihr verschossen geblockt. Ihr könnt auch zuschlagen gleichzeitig. Das verstehen die meisten Spieler nicht. Das ist eine sehr effektive Waffe. Am Anfang noch. Noch geiles Feature von Blacklight ist, dass Call of Duty, weder Battlefield noch Call of Duty oder sonst irgendwelche Spiele hat, das sind Emotes. Das sind, werden auch Taunts genannt. Das sind, Animationen, die euer Player abspielt, wenn ihr eine bestimmte Taste drückt. Um zum Beispiel anzudeuten, ihr habt gesiegt oder irgendjemand fertig machen oder so. Ja, das sind die Gesten. Ich zeige es euch am Ende vom Spiel, wenn die Runde zu Ende ist. Dann
werden Top 3 Spieler aufgelistet. Und dann können die Emotes abspielen, die sie vorher gekauft haben. Wie zum Beispiel mein Held, also mein Held ist mein persönlicher Charakter. Der hat als Emote bis jetzt, ich glaube, nur den Finger schütteln oder so, das ist ziemlich billig. Die Emotes können auch noch 10 später kaufen, da gibt es richtig coole Emotes. Hier seht ihr, der mittlere ist ein Held, ist ein Hero. Die kann man auch für 10 kaufen und der macht dann so ein bestimmtes Emote. Jo, ich